Noch etwas Kaffee, George? Ja. Du musst dich beeilen, sonst versäumst du deinen Zug. Was ist mit Billy? Er muss doch zur Schule. Ja, aber er war so müde, dass er nicht aufstehen konnte. Der Arme ist ja erst nach 10 eingeschlafen. 10 Uhr? Viel zu spät für ein 6-jähriges Kind. Wie konnte er denn einschlafen bei dem Getöse, das du veranstaltet hast bei deiner Malerei? Getöse? Genau, falls du es noch nicht bemerkt hast. Dieweil sich dein Genius über die Leinwand verbreitet, produzierst du endlose Monologe, meistens mit italienischem Akzent. Dazu die wüstesten Schimpfereien oder ausgelassene Freudenhymnen voller Eigenlob. Ach, das beflügelt nun mal die Gedanken, die künstlerische Inspiration. Verstehst du? Das weckt geistige Energien, die eine weiße Leinwand in ein Kunstwerk verwandeln. Ach, du hast einfach kein Verständnis für wahre Kreativität. Für die innere Erfüllung etwas zu schaffen, was universelle Bedeutung hat. Aber Liebling, das Einzige, was man aus deinen Pinseleien an universeller Bedeutung herauslesen dürfte, ist doch nur, dass kein Mensch weiß, was es überhaupt sein soll. Ja, und was ist mit Harold? Der hat doch wirklich Kunstverstand. Und wenn er so ein hervorragender Sachverständiger ist, wieso sagt er dann, dein Farbenmischbrett sei die beste Interpretation vom Aufstieg und Niedergang der Nazi-Herrschaft? Ach ja, na ja, das ist so seine rein persönliche Auffassung. Also ich würde eher sagen, dass es den Aufstieg und Untergang aller totalitären Diktaturen versinnbildlicht. Aha, aha, aha. Künftig soll es im Wohnzimmer hängen. Was? Ein schmutziges altes Farbenmischbrett? Ja, genau dies Gemälde, meine ich. Ein Meisterwerk von Picasso würdest du doch auch niemals einen dreckigen alten Leinwandfetzen nennen, nicht wahr? Darüber könnte man lange reden. Billy, die Schule! Mit dich ist es auch höchste Zeit. Ach, ich glaube, ich werde heute auf meine Arbeit im Büro verzichten müssen. Der Anblick dieses Boswell, sein Gekeuche. Mr. Martins, ich hoffe, Sie werden diese Zeit, die Sie bedauerlicherweise verloren haben, möglichst rasch nachholen. Bravo, bravo. Ach. Ich weiß ja, dass du es nicht sonderlich schätzt zu arbeiten. Aber es kann nun mal nicht jeder ein Picasso sein. Einige von uns müssen beispielsweise als Bankangestellte arbeiten, damit die Picassos jemanden haben, dem sie all ihr Geld anvertrauen können. Nein. Arbeit und Geld stehen nun mal leider in einem sehr direkten Zusammenhang. Und vergiss nicht, du hast Frau und Kind zu ernähren. Dafür trägt allein Gott die Verantwortung. Er hat die Welt so eingerichtet. Aber er konnte vermutlich auch nicht so frei schalten und walten, wie man uns immer weismacht. Oder die ganze Geschichte war schlecht geplant. Der Mensch sollte nur so viel arbeiten, dass er davon leben kann. Aber er arbeitet viel zu viel, sodass er niemals dazu kommt, darüber nachzudenken, weshalb er viel zu viel... George, es ist 20 nach und du bist immer noch nicht rasiert. Du weißt doch genau, dass ich mich nur jeden zweiten Tag rasieren muss. Dann ist eben heute jeder zweite Tag. Du hast einen unverkennbaren 5-Uhr-Schatten auf der Backe. Nein, ich bin der einzige Mann im Büro, der innerhalb von 48 Stunden nur ein einziges Mal einen 5-Uhr-Schatten hat. Dann schau mal in den Spiegel. Los, George, es ist Zeit. Ach so. Tachchen, George. Boswell steht übrigens schon kurz vor dem Schlaganfall. Er brüllt schon die ganze Zeit nach dir. Er hat heute eine Bombenstimmung. Wie gehabt. Keine Spur von Humor. Keine Lebensart. Ja, woher soll das haben, wenn du seit 7 Jahren jeden Tag zu spät kommst? Äußerlichkeiten, nicht der Rede wert, meine Güte. Wie muffig das hier wieder mal ist. Eine derartige Atmosphäre erstickt den Künstler. Vergiftet den Geist, raubt die schöpferische Fantasie. Ich verstehe bloß nicht, weshalb du nicht endlich die Fesseln dieser verfaulten materialistischen Lebensweise abwirfst, zu irgendwelchen fernen mediterranen Gestaden entfleuchst und dort endlich deine ersehnte grenzenlose Freiheit verwirklichst. Ehrlich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt's an Mary. Irgendwie hängt es damit zusammen, dass ich Frau, Kind, Waschmaschine zu versorgen habe. Ach ja, jetzt kann ich sehen. Aufstehen bei Sonnenaufgang. Ein kurzer Spaziergang in der morgendlichen Dämmerung. Und vor dem Frühstück noch einige rasche Tupfer auf die Leinwand gesetzt. Ich hatte immer gedacht, deine Interessen liegen mehr in der
Poesie. Die Wurzeln meines Talents wurden zwar im Reiche der Dichtkunst gesetzt, haben aber inzwischen äußerst fruchtbare Ableger im visuellen Bereich gezeitigt. Trotzdem habe ich heute Morgen einige Verse verfasst. Der Titel des Werks lautet Boswell. Oh, Schwachsinnige dieser Erde, ihr ausgestopften Antilopenköpfe, jenseits steht euer König, Boswell, deine geistigen Fußschemel. Guten Morgen, Mr. Boswell. Wenn es noch morgen wäre, Mr. Martins, würden Sie vielleicht die Güte haben, in mein Büro zu kommen? Gern, es lässt sich einrichten. Falls die Frage erlaubt ist, arbeiten Sie eigentlich immer noch für die Firma Simpsons und Simpsons? Und falls Sie irgendwelche Spuren der Resignation an mir festgestellt haben sollten, so handelt es sich um einen völlig falschen Eindruck. Sie haben eine verantwortliche Stellung bei uns, Mr. Martins, und sollten deshalb den anderen Angestellten ein Beispiel geben. Wissen Sie, was Züge sind, Sir? Natürlich, jeden Morgen nehme ich einen und treffe pünktlich um 8.58 Uhr im Büro ein. Ich habe im Moment gerade eine schwere Krise. Private Sorgen. Ich vermute, die Sorgen, die Sie andeuten, würden andere Leute als dauerhafte Ehemisere definieren, weil Sie bedauerlicherweise schon seit Ihrem Eintritt in unsere Firma unaufhörlich andauert zu unserem Bedauern. Mr. Martins, ich will ganz offen mit Ihnen reden. Ich zerbreche mir den Kopf, weshalb ein junger Mann wie Sie jedes Verlangen, eine Karriere zu machen, so völlig vermissen lässt. Bald werden Sie 27 sein. Warum denn? Nur weshalb? Können Sie mir einen vernünftigen Grund nennen? Warum? Nun ja, weil die Natur in ihrer unergründlichen Weisheit uns mit jedem Tag älter werden lässt, bis sie uns endlich abmurkst. Um auch mal anderen eine Chance zu geben. Ihre Witzelei, Mr. Martins, können Sie sich sparen. Ich halte es jedenfalls für keinen hinreichenden Ersatz für den Mangel an Effizienz, den Sie sich leisten. Und deshalb werde ich meine Frage selbst beantworten. Es handelt sich darum, dass Sie nicht die geringste Ambition zeigen. Es dürfte nicht schaden, wenn Sie sich einmal daran erinnerten, dass jede Beförderung ursächlich auch eine Leistung voraussetzt. Umso mehr würden wir einen Hauch von Interesse dem Montagmorgen-Gesicht vorziehen, das wir uns normalerweise präsentieren. Ich stelle mein Licht eben unter den Scheffel. Und noch etwas, Mr. Martins. Das persönliche Erscheinungsbild lässt nun mal auf den Charakter schließen und soll Vertrauen wecken. Haben Sie Ihren Rasierapparat verlegt? Bärte sollte man sich jedenfalls nur im Urlaub wachsen lassen. Aber ich lasse mir keinen Bart wachsen. Wirklich? Dann stimmen wohl lediglich unsere Definitionen nicht ganz überein. Vielleicht sollten wir es in künftigen Fällen als haarige Wucherungen bezeichnen. Ja, überlegen Sie sich das mal, Mr. Martins. Es geht dabei um wesentlich mehr als um Ihren Job in unserer Firma. Harry, bin wieder da. Und schleppe einen ermatteten Geist hinter mir her. Der Tag war gut? Normal. Also, ein schlechter Tag. Der Höhepunkt war eine Predigt von Boswell. Worüber? Na ja, Spielregeln, Leistungsdruck, Menschenschinderei, Ausbeutung. Ich habe eben viel zu lange mein Licht unter den Scheffel gestellt. Das ist neu. Gewöhnlich klagst du doch immer, dass du für dein riesiges Licht keinen passenden Scheffel finden kannst. Du hast dich aber gestern ganz bestimmt nicht rasiert, Schatz. Du kannst mit so einem Kinn unmöglich in der Gegend herumlaufen. Du siehst aus wie eine verwahrloste Stachelbeere. Aber ich habe mich rasiert. Dass mein Bartwuchs stärker geworden ist, kann überhaupt nicht mehr bezweifelt werden. Und sicherlich gibt's dafür auch eine völlig einleuchtende Erklärung, nicht wahr? Ja, bitte. Irgendetwas muss in der Luft liegen. Ungeheuer einleuchtend. Oder aber, du rasierst dich nicht gründlich genug. Bitte geh jetzt und mach dich fertig. Wir sind heute Abend zum Essen bei den Andrews eingeladen. Irgendwas liegt in der Luft.
Das hat Mary nur meine Anzugsjacke hingetan. Aber das ist furchtbar. Immer nur was sucht er. Ich kann jetzt schon die Schlagzeilen vor mir sehen. Mann wurde gigantische Haarbürste. Alle 10 Minuten eine Rasur. Zitat. Ja, ich habe schon immer gefühlt, dass ich im Leben die falsche Rolle spiele. Mein Vater hatte stets gehofft, dass ich bei der Firma Ford als Vergaser eingestellt würde. Oh, da ist er ja. Eine 65 Pfund teure Anzugsjacke. 60 davon gehören immer noch der Kreditbank. Wahrscheinlich besitze ich nur einen Ärmel. Ach, aber das ist doch seltsam. Ja, sehr seltsam. Sie ist geschrumpft. Mary, meine Jacke, sie ist eingegangen. Kann nicht sein. Ich war noch nie in der Reinigung. Ja, aber sie ist eindeutig zu klein. Motten arbeiten kaum so systematisch. Mary! Ehrlich, als ob man sich um ein Baby kümmern muss. Du, sie ist eingelaufen, sieh mal. Tja. Oh, jetzt hab ich's. Nicht eingelaufen. Ich bin gewachsen. Ich hab dich doch immer schon wegen deines Bauchs gewarnt. Du sollst Gymnastik treiben. Ich dachte, wir hätten verabredet, niemals irgendwelche angeblichen Ausweitungen meines Leibesumfanges zu erwähnen, um auf diese Weise den Fortbestand unserer ehelichen Harmonie zu gewährleisten. Ganz davon abgesehen, ich bin in die Höhe gewachsen. Oh, Schätzchen, in deinem Alter gibt es nur eins, was mit dir wächst. Die Sorge. Ach, schau lieber mal. Die Hose hört an meinem Fußknöchel auf und die Ärmel bedecken gerade noch den Ellbogen. Ja, ich sehe aus, als wäre ich 3 Nummern zu groß geraten. Macht nichts, das bisschen. Du wirst dich eben irgendwie bei den Andrews entschuldigen müssen. Entschuldigen? Soll ich hier etwa allmählich von meinen menschlichen Artgenossen verstoßen werden und muss dafür auch noch Entschuldigungen abgeben? Was passiert eigentlich, wenn ich echte Riesengröße erreiche? 3,60 Meter, Mr. Martins... Ach ja, ne, wissen Sie, Mr. Andrews, Plateauschuhe sind gerade groß in Mode. Du lieber Gott. George kommt ausnahmsweise einmal pünktlich. Sonst springt er doch immer erst auf den Zug, wenn er den Bahnhof verlässt. Hast du eigentlich schon von seiner Verwandlung gehört? Wer nicht? Er übertreibt mal wieder fürchterlich. Mrs. Andrews hat mir erzählt, er hätte auf ihrer Dinnerparty große Reden geschwungen, dass er ein Pionier sei, völlig neue evolutionäre Fußspuren entdeckt habe, die vor ihm noch kein Mensch je gesehen habe. Sieht ihm ähnlich. Wer es glaubt, wird selig. Aber was ist denn wirklich passiert? Er glaubt, er wäre 2 Zentimeter gewachsen und obendrein haariger geworden. Haariger? Irrsinnig. Genau wie sein künstlerischer Größenwahn. Wahrscheinlich die Arbeit hinschmeißen und sich ganz der Malerei widmen. Genau. Aber Marys antikünstlerische Haltung reicht auch für beide. Obgleich sie gar nicht in der Lage war, George davon abzubringen, dass er sein altes Farbenmischbrett im Wohnzimmer aufhängt. Es soll den Aufstieg und Fall totalitärer Diktaturen symbolisieren, meint er. Sie dagegen, es symbolisiere lediglich einen geschwächten Geisteszustand. Oh, hallo, George. Du bist aber früh heute. Ja. Ich habe Mary im Verdacht. Sie hat wahrscheinlich die Uhren vorgestellt, damit ich pünktlich hier bin. Ständig denkt sie sich neue Tricks aus. Wie geht's denn deiner Metamorphose? Wie man sieht, bist du wild entschlossen, dir einen Bart stehen zu lassen. Entschlossen? Ist übertrieben. Ich habe nur zufälligerweise das Glück, ein Kind zu besitzen, auf dem die Haare gern wachsen möchten. Vermutlich bin ich jetzt auf einer Entwicklungsstufe kurz vor der Transformation in King Kong. Macht dir das Sorgen? Naja, bis zu einem gewissen Grade befreit es einen ja von der Monotonie des Lebens. Zumal man nie weiß, ob einem der Bizeps im nächsten Augenblick nicht vielleicht zu einem Dampfhammer anschwillt oder ob mir allmählich ein Schweif wächst. Auf jeden Fall will ich heute einen Arzt aufsuchen. Vermutlich gibt es für alles eine völlig rationale Erklärung. Eine vollkommen rationale Erklärung, dass ich nicht lache.
Aber Herr Doktor, an mir vollzieht sich doch gerade eine tiefgreifende physiologische Umwandlung von einem normalen, gesunden menschlichen Wesen in ein normales, gesundes Stachelschwein. Wir wollen die Situation nicht dramatisieren, Mr. Martins. Sie haben eine geringfügige Zunahme des Längenwachstums und der Gesichtshaare an sich bemerkt, nicht wahr? Mhm. Also gut. Ja, dann wollen wir uns doch mal näher mit Ihnen befassen. Mhm. Treiben Sie häufig Sport? Manchmal gehe ich etwas schneller zum Zug. Mhm. Ja. Ist es eine heilige Hymne auf den Gott der Medizin oder lediglich das hilflose Eingeständnis absoluter Ratlosigkeit angesichts meines Zustands? Weit öffnen? Ja. Mhm. Nun, was ist? Sie. Sie können mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich kann es ertragen. Naja, vielleicht nicht wirklich. Aber meine Frau, ja, die könnte es. Also, wie lange habe ich noch? Sie erscheinen mir völlig gesund. Ich verstehe. Das Problem ist, dass ich zu gesund bin. Aha. Und sobald ich noch etwas gesünder werde, muss ich mir nur neue Kleider kaufen, ein neues Bett, ein Haus mit höheren Wänden. Und der Bart ist noch nicht einmal das Schlimmste. Ich werde vermutlich irgendeine Apparatur rund ums Kinn tragen müssen, die mich ständig abrasiert in der gleichen Geschwindigkeit, in der mein Bart wächst. Bedenken Sie, was das für meinen Sexappeal bedeutet. Beruhigen Sie sich, Mr. Martins. Ich erwarte ja keineswegs, dass Ihr Wachstum derartig extreme Ausmaße annimmt oder dass Ihr Sexappeal gefährdet sein könnte. Dinge dieser Art können in Ihrem Alter schon mal vorkommen und müssen ja nicht unbedingt bedeuten, dass etwas falsch oder abnorm wäre. Offensichtlich ist Ihre Größe ganz gleichmäßig proportioniert, sodass Sie nicht zu befürchten brauchen, dass Sie eines Tages beispielsweise wie ein Gibbonaffe mit unverhältnismäßig langen Armen enden müssten. Herzlichen Dank, welch eine Erleichterung. Ich habe nur den starken Verdacht, dass ich bei den Gorillas herzlicher aufgenommen würde als bei den Gibbons. Ich versichere Ihnen aber doch, dass all Ihre Vergleiche mit den verschiedenen Spezies der Anthropoiden jeglicher Beziehung zur Realität entbehren. Bitte? Also jetzt will ich mal sagen, kommen Sie doch in einigen Tagen mal wieder vorbei. Und dann werden wir schon sehen, wie sich die Dinge dazu entwickelt haben. Kein Grund zur Sorge, Mr. Martins. Kein Grund zur Sorge. Mary, ich sag dir, dieser Arzt ist ein kompletter Idiot. Ich quäle hier auf wie ein Ballon. Und für ihn ist das überhaupt kein Grund zur Sorge. Ich fürchte, wenn du so weitermachst, werden wir noch eine Übereinkunft schließen müssen, dass wir auch diese Angelegenheit nicht weiter hochspielen, um den Fortbestand unserer ehelichen Harmonie zu gewährleisten. Wie bitte? Nicht hochspielen? Oh. Aber Mary, ich leide an einer Krankheit, von der die medizinische Wissenschaft nicht die geringste Ahnung hat. Nun ja, es gibt etliche Dinge, über die ich im Interesse unserer Ehe niemals sprechen darf. Trotzdem. Wenn du dich erstmal in der Öffentlichkeit als ein haariger, zottliger Goliath aufgebaut hast, so kannst du doch in völlig neue Dimensionen vorstoßen. Es würde dir einen besonderen Nimbus verleihen. Der einzige haarige Riesendichter und Maler der Menschheit. Mary, 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 Mary. Du siehst nicht den Ernst meiner Lage. Begreif doch, dass ich dir sagen muss, ja, dass unsere ganze Zukunft in Gefahr ist. Wie soll denn ein von seinen menschlichen Artgenossen Geächteter noch seine Frau und sein Kind ernähren, ganz zu schweigen von der Hypothek und der Waschmaschine? George, auch wenn unsere Waschmaschine gelegentlich ihren Geist aufgibt, besteht noch lange kein Grund, sie ständig als Familienmitglied mitzuzählen. Und überhaupt, bloß weil du ein paar Zentimeterchen gewachsen bist, wirst du doch wohl deine Stelle noch nicht aufgeben müssen. Auch Sorgen wachsen. Aus ein paar Zentimetern wird schnell ein Meter. Also, was genau hat der Arzt gesagt? Arzt? Dieser vorsinnflutliche Quacksalber. Er sieht irgendwelche Ähnlichkeiten mit einem Gibbonaffen voraus, lässt aber andere Möglichkeiten völlig offen. Wenn man zu so einem mit einem gebrochenen Bein geht, dann lautet die Diagnose bestimmt auch Bronchitis. Dabei ist doch sonnenklar, dass mich mein Körper davor warnen will, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Ganz unmissverständlich bittet er
um ein paar Wochen Entspannung und plädiert für... Wirklich? Ich schlage vor, wir lassen das Thema. Du bist 2 Zentimeter länger und damit hat sich's. Überhaupt würde ich es weit lieber sehen, wenn du dich wieder über deine neuesten künstlerischen Produktionen auslassen würdest. Überwältigt von Emotionen, wie ein Fisch, der nach Luft schnappt. Ach, dabei fällt mir ein, morgen Abend erwarten wir Joe Stanford zum Essen. Morgen? Morgen bin ich wahrscheinlich schon längst ein vollzahlendes Mitglied einer anderen Spezies. Wer zum Teufel ist denn überhaupt dieser Joe Stanford? Mein alter Freund, der war doch bei unserer Hochzeit. Übrigens, könntest du vielleicht liebenswürdigerweise darauf verzichten, ihm deinen Witz zu erzählen? Bitte. Er hat ihn schon 4-mal bei unserer Hochzeitsfeier genossen, sodass es ziemlich unwahrscheinlich sein dürfte, dass er ihn vergessen hat. Und dann, bitte, auch keinerlei Erwähnung deiner Größe. Okay? Okay. Aber vielleicht könntest du mir auch ein kleines Manuskript mit unverfänglichen Redewendungen überreichen, die von der Zensur erlaubt sind. Außerdem wird jede Erwähnung meiner Größe ohnehin überflüssig sein, da das sowieso unübersehbar sein wird. Bitte erinnere dich an meine Worte. Und falls du eines Morgens beim Aufwachen plötzlich einmal ein gigantisches Stachelschwein neben dir erblickst, dann bitte, liebe und ehre es und gehorche ihm. Sein Name ist George. Oh, hallo Mary. Tag, Jane. Du kannst mir suchen helfen. Ich brauche Klumpfisch. Klumpfisch? Das klingt ja entsetzlich. Was ist das? Joe Stanford wird es für Kaviar halten. Er kommt zum Abendessen. Ich hoffe, dass sich George ein bisschen von seiner Vernunft anstecken lässt. Er hat es dringend nötig. Was macht denn seine Größe? Gut, es ist vorbei. George will es natürlich nicht zugeben. Er führt sich auf wie ein altes Waschweib, das ständig ihrem Pfarrer sämtliche Wibbelchen aufs Brot schmiert. Oh. Und vor den neuesten Büchern seiner Krankheit bleibt halt niemand verschont. War ja schon beim Arzt. Oh ja, aber das hat ihn wenig beeindruckt. Nach seiner Theorie haben die Ärzte lediglich 5 Jahre auf der Universität verbummelt, um zu erfahren, dass sie vom menschlichen Körper keine Ahnung haben. Er pflegt von einer Verwandlung in Stachelschweine, Igel und Ähnlichem zu reden. Dann sollte er vielleicht besser mal zum Tierarzt. Jane, bitte. Pardon, aber George kommt wohl niemals mehr auf den Teppich. Ich meine, alle seine Ausbruchsversuche und Künstlerträume. Oh, das ist noch gar nichts. Einmal wollte er sogar ein Boxchampion werden, vor dem ersten Training. Der erste sanfte Tipse auf die Nase und schon entpuppte er sich als ein leidenschaftlicher Anhänger der Liga gegen die Brutalisierung des Sports. Er ist wie ein kleines Kind. Du musst irgendeine Sperre im Kopf haben, die ihn von der Einsicht abhält, dass zum Beispiel Geld verdienen mit Arbeit zu tun hat. Glaubst du denn, dass er irgendein Talent für die Malerei hat? Höchstens insofern, als Talent für George mit dem Wunsch, nicht mehr zu arbeiten, identisch ist. Auf jeden Fall bin ich bester Hoffnung, dass sein nächster Besuch beim Arzt noch alles zum Guten wenden wird. Im Grunde will er ja nur für krank erklärt werden. Mit Stempel und Unterschrift, damit er ein paar Tage freikriegt. Ich glaube, George würde sich sogar selbst umbringen, nur um nicht länger arbeiten zu müssen. Also dann, wo ist der Klumpfisch? Herr Doktor, auch wenn es mir widerstrebt, Sie nach Ihrer Diagnose zu fragen, aber auf keinen Fall kann ich akzeptieren, dass ich keine Krankheit haben soll und sogar noch in der Lage wäre, zu arbeiten. Sie verbergen mir irgendetwas, nicht wahr? Ein seltenes, bösartiges Geschwür vielleicht, wie man es sich normalerweise nur in den Opiumhöllen von Shanghai holt, das nur noch mit einem seltenen Kräutlein, das sich allein in den tropischen Dschungeln von Borneo finden lässt, geheilt werden kann? Mr. Martins. Sie haben keine derartige Krankheit. Bestimmt. Aha. Derartig. Meiner Ansicht nach bleibt es sich doch völlig gleich, ob es eine derartige oder eine nicht derartige Krankheit ist. Derartige Definitionsprobleme könnten wir uns doch wirklich sparen und uns auf eine äußerst unspezifische Krankheit einigen, wie etwa, ja, Dings. Herr Doktor, ich brauche einfach ein wenig Ruhe. Eine kleine Pause. 6 Monate würden vollauf genügen. Setzen wir einen Schlusspunkt, ja? Es ist alles ganz einfach und überhaupt kein Grund zur Sorge. Lediglich lassen Sie sich Folgendes erklären.
Es sind Gene! Gene? Ja, ich habe Gene bekommen. Ich dachte, wir hätten schon alle. Ah, das wird Joe sein. Aber bei mir sind es schlafende Gene, verstehst du? Später, George. Und denk dran, kein Wort über deinen Zustand, solange Joe bei uns ist. Aber Mary, ich soll das nicht erwähnen. Es ist ungeheuer wichtig, eine neue medizinische Erkenntnis. So. Hallo, Mary. Fein, dass du es einrichten konntest. Es gibt so viel zu erzählen. Komm rein. Tag, George. Hallo, Jimmy. Nett, dich mal wieder zu sehen. Ist es Joe? Ja, natürlich. Joe, ne? Nun, wie geht's euch denn? Hoffnungslos. Hey. Bestens, allerbestens. Komm doch rein. Ja. Komm. Ja. Nett habt ihr es hier. Ja. Na? Wie geht's dir denn? Ich arbeite jetzt für die Reklamefritzen. Promotions, ach, kennt ihr ja. Viel Schaumschlägerei. Ich schreibe Werbesprüche, dichte Pressenotizen für die großen und kleinen Stars. Neue wachte Pubertät nennt man das. George. Wie bitte? Entschuldige, Joe, weiter. Ja, also, gut, ich werde mich bald selbstständig machen, auf eigenen Füßen stehen, wisst ihr, mein eigener Herr im eigenen Geschäft. Ja, oh. Ja, mein eigener Herr sein oder mein eigener Affe, je nachdem. Das möchte jeder. Affe? George, du hast mir doch versprochen. Du drück bitte ein Auge zu, wenn Barthaare sprießen, ja? George, bitte ein für alle Mal. Du solltest keinen Streit beginnen in Anwesenheit von Gästen. Tja, siehst du, Jim... Joe. Ja, natürlich, Joe. Ich bin, wie gesagt, ein Fall für die medizinische Wissenschaft. Man nennt es schlafende Gene, verstehst du? Während normalerweise die Gene nach der Pubertät ihre Arbeit beenden, haben meine damals geschlafen und sind erst jetzt aufgewacht. Tatsächlich? Sagt jedenfalls der Doktor, ja. Im Augenblick mache ich gerade die Entwicklungsphase eines Teenagers durch. Du bist also immer noch dabei, erwachsen zu werden. Ich hab's ja geahnt. Die Gene bringen so schnell sie können Haare, Zähne, Knochen und was auch immer zum Wachsen. Aber von meinen haben einige verschlafen. Und siehst du, wenn nun plötzlich meine Wachstums- und Haargene aufgewacht sind, weshalb sollten nicht auch noch andere nachfolgen, vielleicht sogar eine ganze Reihe verschlafener Gene, die immer noch aufs Tageslicht warten, um endlich meinen Körper in irgendein Wesen umzukrempeln, das sich von allem, was du und die Welt jemals erblickt haben, total unterscheidet. Meine Zähne könnten zum Beispiel plötzlich anfangen zu wachsen. Oder das Haar auf meiner Brust. George! Komm, Joe. Ich möchte dich ein wenig durchs Haus führen, ja? Oh ja, gern. Ja. Mary, was bedeutet das denn alles? Tut mir leid, Joe. George flippt mal wieder ein wenig aus. Hätte nie gedacht, dass er so fantasievoll sein kann. Oh, sehr rücksichtsvoll, wie du das formulierst. Aber Fantasie ist eine wesentliche Voraussetzung, jedenfalls in meiner Branche. Die Bilder, wer hat denn die gemalt? Oh, bitte erwähne auf keinen Fall diese Dinge oder irgendetwas, das mit Malerei zusammenhängt. Ja, und dann das hier da. Du, beachte doch bitte diese versteckte Symbolik auf dem Blatt. Ne? Diese kühne Textur. Und hier? Eine Studie in Holzkohle. Thema, die Korrumpierbarkeit der Liebe. Sehr schön. Oh ja, du hast sicherlich schon gemerkt, wie stark ich von der französischen Schule beeinflusst bin. Hier ja, ja, doch, doch. Abstufung. Ne? Ja, schau doch mal hier, diese feinen Abstufungen der Nuancen. Diese Nuancen, das ist doch... Ah, diese räumlichen Dimensionen. Hm? Ah, das, ja, so... Das war's auch schon. Oh ja, gut. Ich muss auch jetzt langsam zu bis auf meine kleine Collagenkollektion. Danke, es war wirklich ein tiefer Eindruck, aber ich muss... Also dann, danke für dein Kommen. Ich werde dich noch zur Tür bringen, ja? Oh ja, vielen Dank. Und vielen Dank, Mary. Es war wirklich ein wunderbarer. Gute Nacht, Jim. Joe!
ihm denn wirklich unbedingt jede deiner unsinnigen Kritzeleien vor die Nase halten? Und du hattest doch auch versprochen, nicht von deiner Größe zu reden. Du weißt genau, was der Grund war. Stell dir doch mal vor, mir würden Kiemen wachsen, George! Schuppen. Diese Geschichte wird langsam reichlich abgeschmackt. Ich will doch nur sagen, dass der Fleiß meiner Gene noch ganz schön teuer für uns werden kann. Wir werden auch damit fertig werden. Reich waren wir schließlich noch nie. Wir haben den gleichen Lebensstandard wie alle unsere Bekannten. Sicher. Bloß unser Lebensstandard gehört der Bank. Dem muss ja der Angstschweiß ausbrechen, sobald sie nur deinen Namen hören. George? Du hörst ja gar nicht zu, George. Oh, natürlich. Jetzt habe ich's. Nein, du hast gar nichts, George. Was habe ich nicht? Was weiß ich, aber was es auch immer sein mag, es ist reiner Wahnsinn. Es ist mir völlig klar. Natürlich. Weshalb ist es mir nicht schon vorher aufgefallen? All unsere Probleme, Mary, werden sich bald schon in Luft auflösen. Selbstmord? Brandstiftung? Bankraub? Ich sehe es deutlich vor mir. Die Banken, die werden noch stolz sein, dass sie mich überhaupt als Kunden haben dürfen. Sie werden mich noch anflehen, dass ich in ihre Monatsbilanzen hineinhauche. Oh Gott! Der Zug kommt mal wieder zu spät. Oder die Greenwich-Zeit geht vor. Du liebe Güte, was um Himmels Willen ist denn das da? Das? Auf keinen Fall ein durchschnittlicher Herr Normalverbrauch. Das sieht ja aus wie ein völlig überflüssiger Filmkomparse. Würde mich nicht wundern, wenn er über seinen langen Mantel stolpert. Genau. Aber das kann doch nicht wahr sein. Was? Es sieht aus wie... Beim Zeus, es sieht unserem George Martins aber verdammt ähnlich. Also das glaube ich nicht. Aber er ist es. Das wirklich? Vermutlich soll der Mantel irgendwelche neuen Auswüchse verbergen. Ein Schweif vielleicht. Obgleich man mir erzählt hat, sein Wachstum wäre jetzt beendet. Er sieht aus wie aus einem Gemälde entsprungen, was? Als würde er einen Kaftan tragen. Ganz ehrlich, ich glaube, er ist verrückt geworden. Klar. Mal sagt er würde als Star-Ansager in einer Raritätenschau mit schwachsinnigen Zwergen enden. Dann wieder will er Reklame für Haarwuchsmittel schieben. Tag, ihr. Guten Tag. Tag, George. Hab gar nicht gewusst, dass du zum Film willst. Film? Noch nicht. Ist aber durchaus drin. Gefällt dir mein Mantel? Ja, irgendwie sehr... Ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich. Originell heißt das Wort, nach dem ihr sucht. Ich werde heute meinen Agenten aufsuchen. Oh, ich habe nie gewusst, dass du einen Agenten hast. Noch nicht, aber sobald ich einen habe, werde ich ihn aufsuchen. Ach so. Hast du denn jetzt mit dem Wachsen aufgehört? In physischer Hinsicht ja, aber die Gene beherrschen nicht nur das körperliche Wachstum, sie bestimmen genauso unsere Intelligenz und Kreativität. Ach so. Im Augenblick hat sich dieser Ronald, wie ich mein Wachstumsgen zu nennen pflege, gerade wieder ein wenig schlafen gelegt. Aber es scheint, dass Gregory und Sebastian, die für Intelligenz und künstlerische Empfindsamkeit zuständig sind, gerade eben aufgewacht sind. Klingt ein wenig zu hoch für mich. Hat dein Arzt dir das gesagt? Nicht so deutlich. Aber er hat auch nicht gesagt, dass es nicht so ist. Ah, ja. Unter uns. Ich glaube nicht, dass die Ärzteschaft sehr viel von der verwickelten Welt der Gene versteht. Nein. Sie sind mehr für Hexenschüsse und eingewachsene Fußnägel zuständig. Aber wenn es um die labyrinthischen Mysterien des Geistes geht, dann reicht es eigentlich nur noch zum Aspirin verschreiben. Mit anderen Worten, du willst heute nicht zur Arbeit. Oder hast du etwas schon gekündigt? Noch nicht. Ich setze nur mal für ein Weilchen aus. Aber sobald ich mit meinem Agenten verhandelt habe und die erste Kollektion meiner Werke auf dem Markt ist, wird Sampsons und Sampson mit größter Wahrscheinlichkeit auf meine Dienste verzichten müssen. Da kommt er schon. Der große elektrische Schlängelwurm. Also beeil dich jetzt, Billy. Bye-bye. George, musstest du denn wirklich dein Farbenmischbrett an die Wand hängen? Ich erwarte von euch Philistern ja keineswegs, dass ihr das versteht, dass hier einer unter euch ist, der sämtliche Schranken in der Kunst niedergerissen und eine neue Epoche menschlicher Ausdruckskraft eingeleitet hat. Wenn Andy Warhol Suppendosen malen darf, dann... Er hängt sie auch nicht ins Wohnzimmer. Er verkauft sie. Und weil er seine Kunst an die Geier des Kapitals verhökern muss. Wenn wir nur einen Stieglitz fänden, der unser Meisterwerk aufpicken würde, dann würde auch ich anfangen, an seine neue Epoche menschlicher Ausdruckskraft zu glauben. George, ich habe gestern Bob getroffen und er hat mir erzählt, dass du ziemlich verwahrlost ausgesehen hättest. Du wärst wie ein Bischof aus dem 18. Jahrhundert gekleidet gewesen. Ah,
Tatsächlich? Sagte das? Stimmt es denn? Natürlich nicht. Du, man kann doch nicht behaupten, dass mein Mantel irgendetwas Klerikales ausstrahlt. Der Mantel? Ins Büro? Ach, doch nie ins Büro. Ich hatte mir gestern freigenommen. Musste meinen Agenten aufsuchen. Was für ein Agent? Der Agent, der meine Bilder in Kommission nimmt. Aber du hast doch überhaupt keinen Agenten. Wer will denn einen? Sind doch alles trübe Tassen. Völlig blind für wahre Größe und Nachwuchstalent. George, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wozu nimmst du dir einen Tag frei, um einen Agenten zu besuchen, den du gar nicht hast und doch gar nicht willst? Und warum hast du dich dazu wie ein Bischof aus dem 18. Jahrhundert verkleidet? Das stimmt doch gar nicht. Ich war ganz normal gekleidet. Jedenfalls wie ein Künstler. Also nur weil wir Künstler uns nicht den muffigen Konventionen des Kleinbürgertums unterwerfen, werden wir wie moralische Aussätzige behandelt, wie Asoziale. Ja, oder Bischöfe des 18. Jahrhunderts. Oder Bankrotteure. George, bitte ein letztes Mal. Du kannst es dir einfach nicht leisten, den Exzentriker zu spielen. Erstmal musst du reich werden. Das kommt schon. Sobald ich meinen Job bei Samson und Samson hingeschmissen habe. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass ich ein Genie bin. Denkbar, dass du... ein Genie? Ja, möglicherweise. George, das ist zu viel. Ich glaube, dann bin ich doch mehr für die Ära des gigantischen Stachelschweins. Oh, wenn du dich doch nur für einen kleinen Moment wieder der Wirklichkeit zuwenden könntest. Es ist schon schlimm genug, dass du deinen Genen diese Namen gibst. Ronald ist ein bisschen müde heute. Aber jetzt wirst du langsam unausstehlich. Je früher du alles über diese Gene vergisst, desto besser. Es handelt sich wohl eher darum, dass die Gene mich vergessen müssten. Aber jetzt wächst du doch überhaupt nicht mehr. Das hast du doch selbst gesagt, es ist alles vorüber, George. Ronald hat sich wieder schlafen gelegt, sicher. Aber was ist mit Gregory? Mit wem bitte? Gregory, mein Kreativitätsgen. Auch er ist aufgewacht, ohne mein Verschulden, wie du weißt. Ich wollte nie ein Genie werden. Ich habe niemanden darum gebeten. Aber George, warum kannst du keine Tatsachen vertragen? Warum kannst du nicht damit zufrieden sein, dass du ein ganz normaler Mensch bist? Oh, Ich glaube, ich gehe zu meiner Staffelei und werde mein jüngstes Werk mit einigen genialen Pinselstrichen vollenden. Es ist die Orange mit Nagel. Ein Symbol für die Kreuzigung. Aber George, du darfst doch nicht schon wieder zu spät kommen. Selbstverständlich darf ich. Das gibt mir Seltenheitswert. Nun ja, nun ja. Guten Morgen, George. Es hat ein wenig lang gedauert. Ich heiße übrigens John French, falls du dich erinnerst. Hör auf zu stottern, John. Ich konnte es gestern wirklich nicht einrichten, ins Büro zu kommen. Vordringliche Verpflichtung. Ja, Mensch, du kommst 2 Stunden zu spät. Und heute ist Donnerstag, wie du weißt. Die Wochenkonferenz ist gerade zu Ende. Teufel, habe ich total verschwitzt. Dann will ich doch lieber noch mal vorbeischauen, dass Sie noch in den Genuss meiner geschäftlichen Intelligenz kommen. Oh, Mr. Martin. Sehr erfreut, dass Sie uns ein wenig von Ihrer kostbaren Zeit opfern können. Immerhin haben Sie es noch vor dem Mittagessen geschafft. Machen Sie gerade ein Praktikum als Direktor? Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ist der Zug entführt worden oder haben Sie ihn selbst gesteuert? Ich war beim Zahnarzt. Ja, genau da war ich. Bohrende Schmerzen im oberen Backenzahn. Lustig, lustig. Ihre Frau hat gerade angerufen, um uns mitzuteilen, dass Sie bei Ihrem Hausarzt waren. Hat sie? Zunächst war ich bei unserem Hausarzt und dann zum Zahn. Oh, Mr. Martin, Sie werden doch jetzt nicht vor unser aller Augen in mehrere Stücke zerfallen. Oder haben Sie vielleicht die Entdeckung gemacht, dass die medizinischen Spezialisten während unserer Bürozeit besser arbeiten? Es hat mit meiner besonderen genetischen Struktur zu tun. Verstehen Sie? Aha, Ronald Sebastian Gregory, Sprichstoff Nummer 1 in sämtlichen Büros. Man spricht nur noch von Ihrem körperlichen Wohlbefinden. Aber das ist doch wohl kaum meine Schuld, oder? Ich kann doch nichts dafür, wenn sich meine Gene so aufführen. Vielleicht könnte eine kleine Operation helfen, die Dinge wieder ins rechte Lot zu bringen. Eine Amputation des Kopfes
beispielsweise? Witzeleien, Mr. Boswell, halte ich keineswegs für einen ausreichenden Ersatz mangelnder Effizienz. Richtig, Mr. Martins, genauso wenig wie Ihre zufälligen Besuche in unserem Büro. Ich bin ja bestimmt nicht pingelig, aber auf Pünktlichkeit muss ich nun mal bestehen. Daran lässt sich das Interesse, das einer für die Firma hat, ablesen. Die Zeit. Weshalb lassen sich die Menschen so von der Zeit beherrschen? Schauen Sie doch mal aus dem Fenster, Mr. Boswell. Sehen Sie, wie die Zeit vor Ihren Augen verfliegt? Aber wir jagen die Zeit und sperren sie in Stunden ein. Da, der Vogel da drüben, der kümmert sich bestimmt nicht um die Zeit. Der Vogel da drüben ist ja auch nicht bei Samsons und Samsons angestellt. Und falls Sie so weitermachen, werden Sie es auch nicht mehr lange sein. Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass Sie sich eine neue Lebensweise angewöhnen. Ich gewöhne mir gerade einen neuen Kopf an, Mr. Boswell. Und ich fürchte, ich werde bald schon diese unbefriedigende Beschäftigung aufgeben müssen, um eine meinen gewachsenen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe zu finden. Sie haben Frau und Kind zu ernähren. Weiß ich. Und die Raben und die Waschmaschine. Und sie werden doch nur das Beste für Sie wollen. Meine Familie ist sehr zufrieden mit meiner unternehmungslustigen Natur. Sie erkennt mein Talent an und unterstützt meine Initiative. Leinwände, Madam. Wo kann ich sie hinstellen? Leinwände? Für Martins 60 Leinwände Ridgeway Road 3. Aber wir haben doch überhaupt keine Leinwände bestellt. Sie müssen sie nehmen. Ich werde sie in die Diele stellen. Nein, auf keinen Fall. Lassen Sie das. Ich will erst mit meinem Mann telefonieren. Wenn es sein muss. Hallo, Samson und Samson. Tut mir leid, eine Delila gibt es nicht bei uns. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? George. Oh, ach, Mary, ist was? Hast du die 60 Leinwände bestellt, George? Ja, habe ich dir doch gesagt. Hast du nicht. Und wo bitte soll ich sie hinstellen? Ins Schlafzimmer, Mary. Es wird mein Studio. Hä, und wo wollen wir schlafen? Im Wohnzimmer. Aber ich will nicht unten schlafen. Darüber können wir später noch diskutieren. Stell die Leinwände so lange in die Diele. Wozu hast du sie denn gekauft? Zum Malen. Das weiß ich nur... Was denn, Mary? Womit hast du sie bezahlt? Mit Scheck. Und unsere Schulden, Rechnungen, Miete? Butter für Kanonen, Mary. Leinwände statt Rechnungen. Also wenn Picasso eine Frau wie dich gehabt hätte, wäre sein Name heute vielleicht das Markenzeichen für einen Fußbodenreiniger. Du, ich musste mich übrigens von der Firma trennen, weil sie sich von mir getrennt hat, ja. Kommt ja sowieso aufs Gleiche raus. Moment. Hat man dir gekündigt? Nicht so direkt, mehr oder weniger. Wie direkt? Wie viel mehr oder weniger? Boswell hat mich für 3 Wochen beurlaubt. Aus gesundheitlichen Gründen. Er meint, dass ich ein wenig Ruhe nötig hätte. Und glaubt natürlich, ich käme nachher auf Händen und Knien wieder zurückgekrochen. George, jetzt hör mal zu, George. Ich werde das nicht länger mitmachen. Du wirst auf Händen und Füßen zurückkriechen. Und zwar gleich jetzt, in diesem Moment. Und ich schicke die Leinwände zurück. Aber die sind doch schon bezahlt. Du kannst das Geld nicht zurückverlangen. Gut, George. Aber du holst dir deine Arbeit wieder. Ich muss jetzt unbedingt zu einem Gespräch mit meinem Bankier. Ich werde früh zu Hause sein, ja? Tschüss. Tschüss und sag dafür... George. George. Mr. Martin, der Direktor erwartet Sie. Seit einigen Monaten, glaube ich. Hier, dann bitte. Danke. Fein, dass Sie es endlich einmal einrichten konnten, Mr. Martins. Ja. Da gibt es manches, was an Erklärung bedarf, in Bezug auf Ihre finanziellen Verbindungen mit unserer Bank. Ich nehme an, Sie sind gekommen, um Ihre Schulden zu bezahlen. Nun ja, nein. Ich verstehe, einen Teil Ihrer Schulden. Nicht direkt. Also indirekt, annäherungsweise. Fast annäherungsweise. Ich würde mir gerne ein wenig mehr Geld leihen. Nach unseren Berechnungen haben Sie Ihr Konto bereits um 1400 Pfund überzogen. Ziemlich außergewöhnlich, wenn man bedenkt, dass Sie keinerlei Sicherheiten vorweisen können. Aber was ist mit meinem Haus? Nach unseren Zahlen besitzen Sie im Augenblick noch nicht einmal die Garage. Der Rest gehört wohl der Hypothekenbank. Wenn Sie mir wenigstens weitere 500 Pfund leihen könnten. Sie müssten das als Investition betrachten. Wissen Sie, all meine Sicherheiten, die liegen hier.
denken Sie dort nur auf Ihren Kopf? Ich kann nicht ganz folgen. Mein Intellekt? Wissen Sie, ich war mein ganzes Leben hindurch ein verhindertes Genie. Aber jetzt bin ich dabei, mich zu dem zu entfalten, wozu ich bestimmt bin. Deshalb habe ich ja auch meinen Job aufgegeben. Sie haben Ihre Stellung aufgegeben? Und was für ein Einkommen haben Sie jetzt? Noch keins, aber ich will malen. Für den Kunsthandel? Noch nicht. Ich verstehe, noch nicht. Und für welchen Zeitpunkt haben Sie die Möglichkeit eingeplant, dass Sie in der Lage sein könnten, dieser Bank Ihre Schulden zu bezahlen, Mr. Martins? Tja, also relativ bald, wenn Sie mir noch weitere 500 Pfund... Davon kann keine Rede sein. Ich muss Sie darüber aufklären, dass Sie Ihre Schulden ohne Verzug zurückzuzahlen haben. In der Zwischenzeit wird kein Scheck mehr von Ihnen angenommen. Sie wollen meine Schecks sperren? Dann muss ich mich leider entschließen, meine Geschäfte künftig mit einer anderen Bank zu machen. Sehr erfreut, Mr. Martins. Guten Tag. Sie werden es noch bereuen, wenn meine erste Million die Tresore der Konkurrenz zum Bersten bringt. Ich lasse mich doch von finanziellen Lappalien nicht aus der Bahn werfen. Hallo, Mary. Komm rein, Jane. Ich will nur mal vorbeischauen. Möchtest du einen Kaffee? Oh, gern. Ach je, kein Kaffee mehr. Tee? Auch gut. Nun, wie läuft alles bei euch? Katastrophal, danke für die Nachfrage. Oh, der Tee scheint auch alle zu sein. Dann bitte ein kleines Glas mit kalter Milch. Tut mir leid, wir bekommen keine mehr. Aber sie würde sowieso nicht kalt sein, wir mussten den Kühlschrank verkaufen. Macht nichts. So durstig bin ich nun auch wieder nicht. Komm ins Wohnzimmer. Ich habe dich ja seit Wochen nicht mehr gesehen. Ich habe mehrmals angerufen. Aber du warst immer fort. Ja, ich habe jetzt eine Halbtagsarbeit morgens. Verstehe. Ein kleines Taschengeld. Dieses kleine Taschengeld ist zurzeit das Einzige, was uns davor bewahrt, dass wir auf die Straße müssen. George hat etwas getan, was er, glaube ich, in Wirklichkeit gar nicht wollte. Er gab seine Stelle auf und wurde ein alter, verkannter Meister. Wo steckt denn dein Van Gogh heute? Im Bett. Er steht erst nachmittags auf und schmökert dann irgendwelche intellektuellen Bücher durch. Er liest sie natürlich nicht richtig. Er nickt nur gelehrig mit dem Kopf und verbreitet einen Hauch grenzenloser Weisheit. Ich habe alles Menschenmögliche versucht, um ihn wieder zur Arbeit zu schicken. Aber man kommt ihm nicht bei. Und Billy folgt natürlich seinem Beispiel. Sie sind unzertrennlich. Das erklärt den großen Klecks an der Wand. Nein, das war George. Sein schönstes Werk zur Zeit. Eine impressionistische Meditation über die Verwandtschaft von Schmerz und Freude. Das da? Für mich ist das ein großer Fleck an der Wand. Das liegt daran, dass du blind bist, Jane. Dein Wahrnehmungsvermögen ist durch die profane Banalität einer Allerweltsexistenz schon völlig abgestumpft. Naja, aber du bist ja nicht der Einzige. Sicher. Denn jeder sieht nur einen Fleck an der Wand. Genau, das bestätigt ja meine These. Ja. Ich muss gehen. Ich muss mich um die Banalität einer Allerweltsexistenz kümmern. Ich nenne das Mittagessen. Ich bring dich noch zur Tür. Danke. Lass nur. Was ist denn das? Ach, Mary, ich hab dir doch gesagt, dass wir uns Extravaganzen nicht mehr leisten können. Derartig verschwenderische Ausgaben behindern und lähmen uns doch nur. Was? Ach ja, Jane hat ihre Zeitung liegen lassen. Moment mal, was? Sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft, dass der Streik unbegrenzt andauern werde? Also elende Faulenzer. Sitzen den ganzen Tag auf ihren fetten Ärschen rum und saugen das Land aus. George, gib mir mal die Zeitung. Ich muss mal schauen, ob es irgendwo eine billige Dachkammer gibt, in der wir verhungern können. Du, auf keinen Fall in England, Mary. Es zieht mich, ja, ans Mittelmeer. Ideales Klima. Außerdem sind die Steuern viel zu hoch hier. Wir zahlen überhaupt keine. Du hast doch überhaupt nichts verkauft. Darüber hinaus hast du seit 3 Tagen nichts mehr gemalt. Du verstehst eben nichts von Ökonomie, Mary. Hör mal, durch ein verringertes Angebot wird die Nachfrage größer. Die Preise steigen. Ich will eben den Markt nicht überschwemmen. Aber der Markt hat doch noch nicht ein Tröpfelchen gesehen. Ich kann mich doch, während ich male, nicht von trivialen materialistischen Lappalien ablenken lassen. Das hemmt den Strom der Kreativität. Ich habe heute Mrs. Hansen getroffen. Mhm. Ihr Zahn muss neu gestrichen werden.
Ich habe ihr gesagt, dass du es für ein paar Pfund tun würdest. Ich bin ein schöpferischer Künstler, Mary, und nicht irgendein käuflicher Dekorateur. Michelangelo hat sogar Decken angemalt. Ja, wahrscheinlich braucht er Arbeit. Jedenfalls, damit du dich beruhigst, ich werde in der nächsten Woche eine Ausstellung veranstalten. Hier. Und wer bitte soll kommen und etwas kaufen? Jeder, der genug Gespür hat und die erregendste Kunstausstellung dieses Jahrzehnts nicht versäumen will. Aber... Naja, dieses Jahrhunderts. Ich habe Einladungen an alle hervorragenden Kunstkenner geschickt. Natürlich will ich keins meiner Werke wirklich verkaufen. Das ist eben das ewige Dilemma des kreativen Künstlers in einer materialistischen Gesellschaft. Rembrandt hatte übrigens das gleiche Problem. Wir brauchen mehrere hundert Pfund für die Miete, den Strom, das Keine Gas. Keine Bange. Ich werde mit dem Gaswerk verhandeln. Verhandeln? Ja. Ich habe beschlossen, großzügig zu sein. Mir ins eigene Fleisch zu schneiden. Ich bin bereit, Ihnen einige meiner Frühwerke für die Gasrechnung in Zahlung zu geben. Natürlich fehlt Ihnen noch die reife Abgeklärtheit meines Spätwerks, aber das Genie, das ist unverkennbar. Auf Wiedersehen, Mr. Jakes. Dankeschön für Ihr Kommen. Sind Sie wirklich sicher, dass die impressionistische Meditation über die Verwandtschaft zwischen Schmerz und Freude für Sie nicht in Frage kommt? Der große Fleck im Wohnzimmer? Der große Fleck im... Nein, macht nichts. Wiedersehen. Da kommt ja auch schon, der Meister ist persönlich. Hallo, Mary, was hat denn der alte Kesselflicker hier zu suchen? Naja, das macht nichts. Wo sind Sie denn alle? Wer? Die Käufer natürlich. Er ist gerade gegangen. Was, Sie sind schon gegangen? Ja, ist er. Und wie viel haben Sie gekauft? Er hat eins gekauft. Wie bitte? Komm rein, George. Setz dich erstmal auf den Fußboden. Ja, George? Wir haben eins verkauft. Eins? Eins verkauft, oh ja. Ja, ja. Für wie viel? 55 Pence. An Jakes. Jakes? Der Lumpenhändler? Wie dumm es ihm, für den Preis zu überlassen. Es war doch zusammen mit zwei deiner alten Anzüge. Welches Bild? Es sah aus wie ein Pferd. So komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Das arme Pferd war bedauerlicherweise rosa und hatte 7 Beine. Aber immerhin, ein beachtlicher Fortschritt. Es stammt von Billy. Nun, George, du erinnerst dich doch an unsere Abmachung. Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, dass du wieder arbeiten musst, George. Es bedeutet den Tod der hergebrachten Zivilisation. Nie wieder wird die Menschheit wahrhaft ästhetische Werte schaffen können. Du hast es versprochen. Das Problem ist dir auch wirklich bewusst. Wir brauchen Geld, ja. Wir leben in einer Instant-Pulver-Welt. Wir werden mit einem Löffelchen Instant-Kunstpulver in der Tasse des Lebens abgespeist. Direkt aus der Dose. Aber Kunst, Kunst muss destilliert werden. Gefiltert. Also, was willst du jetzt tun? Tun? Weshalb sollte ich noch jemals irgendetwas tun? Du verstehst nicht. Die Welt hat unmissverständlich erklärt, dass sie mich nicht braucht. Hau ab, George. Hast du gesagt, hau ab. Du bist draußen, verdufte. Du bringst eh nur alles durcheinander hin. Also, George, nur weil... Zieh ab. Zieh ab, Junge. Du verschwendest nur die Luft. Geh auf den Müll. Es gibt so vieles, was du noch tun kannst, George. Es ist doch nicht der Weltuntergang. Oh, die Welt, ja, die ist herrlich. Nur meine Rolle wurde gestrichen, mehr nicht. Ich bin ein überflüssiges Extra, ein totaler Versager. Bloß kein Selbstmitleid, George. Na, du kannst leicht reden. Du bist nicht von der Menschheit ausgestoßen worden. Ich kapituliere. Ich hisse die weiße Fahne. George, reiß dich doch zusammen. Es ist ganz klar, dass ich überhaupt nicht zu leisten vermag. Das ist meine einzige Begabung. Das Talent, total untalentiert zu sein. Es können eben nicht alle reich und berühmt sein, George. Wir alle haben Rückschläge, die wir verkraften müssen. Aber wenn du dich auf eine gute, stetige berufliche Karriere einstellen würdest... So ist nun mal das Leben. Also, bei einer Bank zum Beispiel. Leblos wie ein Beerdigungsinstitut. Aber so ist das Leben. Hör bitte auf, so zu reden.
Ich will mich nicht auf den Versuch konzentrieren, für immer zu vergessen, was Leben ist. Ich will mich darauf konzentrieren, die Alternativen abzuschätzen. Du musst dich, so gut es geht, damit abfinden, George. Das Leben packt dich jeden Morgen, wenn du aufwachst, jagt dich durch den ganzen Tag, so lange, bis es von dir genug hat und dich schlafen gehen lässt. Da kommst du nicht raus. Du wirst niemals etwas anderes sein als ein Bankangestellter. Deshalb solltest du dich möglichst gut darauf einstellen. Miesmacherin. Red nur. Trotzdem stimmt es. Du kannst doch schließlich nicht darauf warten, dass eine Märchenfee erscheint, die Tür aufmacht. Hallo, Freunde. Alles glücklich? Tag, Jim. Joe. Die Tür stand offen und da. Nun, ich habe es geschafft. Mein eigener Betrieb. Meine eigenen Büros. Ich werde völlig Unbekannten zu berühmten Stars machen. Zombie, Baby. Ich habe mein Schicksal fest im Griff. Ab nächster Woche heißt es Volldampf Publicity Promotion. Volldampf Publicity Promotion. Der Erfolg ruft und schon komme ich. Zap, pow, wow. Irgendwer gestorben? Du sprichst wie Batman. Hab ich einen schlechten Augenblick erwischt? Das ganze Leben ist ein schlechter Augenblick. Hey, was ist denn mit dir passiert? Wo ist all dein Enthusiasmus und wo sind all die Möbel? Sie sind uns durchgegangen. Ja, yeah, gut. Was wollte ich sagen? George, hast du schon mal daran gedacht, ins Publicity-Geschäft einzusteigen? Wer ist Publicity? Na, weißt du doch, mein Spielchen. Promotions. Naja, dann machst Promotions. Ich dachte, du wärst nur ein Freund von Mary. Ich bin ab jetzt selbstständig und brauche ein paar Eierköpfe voller Imagination. Wirklich? Yeah, das Spiel geht so. Imagination, neue Ideen, Originalität. Na, all diese Gensachen, die in dir herumspuken. Georgie, Baby. Ja, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Es ist ein Kinderspiel, ehrlich. Du musst nur ein Image aufbauen. Es mit Lametta und Kugelglanz behängen wie einen Weihnachtsbaum. Den goldenen Mythos putzen. Utopia im Verpackungsland. Eldorado mit Eintrittsgeld. Aus dem Nichts etwas machen. Du könntest Spitze sein. Ja, könnte ich? Sicher, sicher. Yeah, ich muss jetzt abzischen. Hier meine Adresse. Besuch mich morgen, falls du Lust hast. Und wir machen den Trip. Klar? Klar, ja. Ich glaube, ich wäre ziemlich gut dafür. Eine natürliche... Sicher, bis dann, George. Ja. Mary? Bis dann, Jim. Joe. J-O-E. Joe. Oh ja, Joe. Natürlich. There's no business like show business. Ich hab's ja gesagt, nicht wahr? Keine Arbeit. Das freut mich für dich, George. Oh ja, Gottlob, gibt es noch ein paar Leute, die Talent erkennen, wenn sie darüber stolpern. There's no business like show business. Ja, Publicity-Artikel schreiben. Genau auf meine Linie. Mensch, ich werde spitze sein. Bleib bloß auf der Erde, George. Ich hätte schon früher an Promotions denken sollen. Reklame, siehst du, eine geschriebene Welt und jeder versteht die Worte. Ich könnte darüber hinaus vielleicht noch eine Novelle schreiben oder zwei. Novelle? Ja, ja. George, vor 5 Minuten warst du doch noch ein Versager. Ja, ja, und nach meinem Bestseller werde ich variieren. Theaterstücke, Detektivgeschichten, Krimis. Wir werden uns ans Mittelmeer zurückziehen. Du willst doch Promotions machen. Alles nur Wörter. Ich könnte mich für Science Fiction interessieren. Mit kritischen Seitenhieben auf die heutige Zeit. Man muss immer das Aktuelle verkaufen. Moment mal, wie mache ich das? Also aufgehängt an ein Paar von Alkoholikern, einer zerbrochenen Ehe und einer Abtreibung. Oder zwei. Das wird man gut los. Mensch, ich muss rasch ein paar Zeilen an Graham Greene schreiben. Ein schlafendes Gen von Mark P. Hill, aus dem Englischen ins Deutsche übertragen von Michael Krosnick.